Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem BGA-Projekt auf der Zwei-Sterne-Hof mit dem Randy zusammen. Hallo. Den Absturz-Randy. Ah, ja. Und den noch abgestürzten Dino. Absturz-Randy, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. So, wie viel wissen wir denn schon wieder? 31. Ja, das geht ja noch, dann kann ich ja noch mal kurz hier an der BGA. Hab noch Luft. Irgendwie ist die Musik so leise vom Radio. So leise gemacht? Ja, nicht. 20% nur Radiolautstelle. Ah, aufdrehen hier. Wrackradio im Häcksler, was gibt's Besseres? Bei mir wurde immer geschrieben, bei einem Standardradio, selbst bei 10% teilweise viel zu laut. Habe ich selber auch so empfunden. Aber ich bin ja jetzt eher auf meine eigene Mucke, die habe ich ja nochmal über MP3-Change da noch von der Dezibel-Lautstärke her leiser gemacht. Oh, jetzt tudelt diese leise im Hintergrund, das reicht. Ich ziehe das 2 Jahre durch mit Giant Radio. Nee, danke. So. Und na gut, jetzt könnte es tatsächlich ein bisschen laut sein, ja. Ich sehe das hier ja am Pegler, ja, wie der ausschlägt. 53.000. Jojo, schon wieder unterwegs. Oder nicht? Scheiß Buche. Oder Linde oder whatever. So. Dafür? Ja. So, nein. Ja. So, wollt's nicht realistisch fahren? Ja, ja, wollte ich nicht. So, so. Dieser scheiß Gegenverkehr hier fährt nämlich hier ein bisschen zu weit in der Mitte. Naja, ein bisschen zu weit in der Mitte für meine Verhältnisse. Ah, da aber der hier hält wenigstens an. Der auf der Hase fällt, der ist ja, der schießt sich ja aus dem ins Universum. Achso. Naja, wenn da ein Auto ankommt, da kannst du wirklich nur ganz schnell ins Feld reinziehen oder irgendwas. Die donnern in dich rein, Alter, da bombt sich weg, das ist vom Allerfeinsten. Ah ja. Naja, Vollgas. Es wäre schön, wenn er mal wieder den hintersten Cargo nehmen würde und nicht mich. Ja, das Problem ist, der ist voll. Achso, ja, dann müsstest du aber auch mal auf den Knopf drücken, weil... Knopf gedrückt. Sonst war das nichts. So, Randy. Tino. Entlärst du mich? Das ist richtig. Von hört sich absolut verboten an. Ja, bist du machen, ne? Frau 9 Monate schwanger ist. Echte Liebe gibt's nur unter Männern. Ahu. Ja, warte, nee. Kannst du jetzt rumfahren hier? Oder warte, ich setz drüben neu an. Doch, schnell gehäckselt und fällt, ne? Ja, denn dadurch, dass du das als Zwischenbunker hast, musst du ja auch theoretisch nicht mehr stehen bleiben. Da läuft das wie am Schnürchen. Ja. Ja. Fällt mir sehr gut. Fällt mir sehr, sehr gut. So, heute hat Dings, na gut, wenn ihr die Folge seht, nicht heute, aber vor ein paar Tagen hat Mod Comedy wieder was von ihrer Schneemap gepostet. Achso. Ja, ja. Vom Skiregion-Simulator. Release-Datum haben sie noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Also mehr Bilder auf der Facebook-Seite haben sie geschrieben, da habe ich jetzt nicht geguckt, aber. Ja. Ja, es wäre halt mal schön, ne? Weil dann soll ja auch die Script-Dugo kommen. Die Script-Dugo, das ist ja Giants ihre Sache. Nee, nicht die Script-Dugo, sondern die das Fabrikskript. Also, glaube ich. Und ja, ohne Fabrikskript. Naja, wie der Name schon sagt, ne? Keine Fabriken halt. Hoppala, hier ran. So.
hoch mit dir. Aufmachen. Zieht er noch weiter? Nee, ach man, Zergang. Also ich habe auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall ein Projekt machen mit, wo eine schöne Wirtschaftsmap, weißt du? Meinst du jetzt ein Skiregion-Ding oder allgemein alles? Ja, das Skiregion-Ding, das guck ich mir auf jeden Fall auch an, ist ganz klar. Aber ich meine dann, wenn das Fabrikskript rauskommt, weißt du? Ja, ja. Und dann hier wie Südhämmern oder so mit ihren ganzen Produktionen dann wieder oder was weiß ich, ne? Oder Hasefeld wird ja dann. Oh, scheiße. Muss mal ein bisschen Finger ziehen, Alter. Schon wieder, ich bin gerade mal entleert. Was willst du machen, ne? Ich bin ein eifriger Häckslerfahrer. Ja. Das heißt zum ersten Mal hier heute. Oh, ah? Was würde ich sagen? Ja, da wäre ich auf jeden Fall auch wieder so eine, naja, so Economy-mäßig, ne? Ja. Noch ausgefahren? Ja, das Problem ist halt, dass ich dadurch, dass ich Vollgas durchgehend häckseln kann, ne? Während du mich abtankst. Jo. Kriegst mich halt nicht leer, das ist das Problem. Dazu hat er jetzt irgendwie deinen Anhänger. Das ist ja nicht das Problem, so war das Ding wenigstens mal leer. Ja. Mein, man muss auch ganz klar dazu sagen, hier unsere Möglichkeiten im BGA-Projekt sind ja auch begrenzt. Was können wir machen? Wir können vor und zurückfahren, hin und her. Können alles machen, was mit BGA zu tun hat. Die Frage ist halt, kommt da fabrikmäßig auch was, wo man sich dann weiterentwickeln kann? Oder eben nicht. Aber ich weiß ja nicht, wenn du Lust hast, also so ein Produktionsding hier. Ja. Ja, wenn was rauskommt, glaube ich, nicht. Könnte man ja dann auch switchen in dem Sinne. Ja. Aber der heißt halt abwarten, ne? Richtig, richtig. Also warten, bis das Ding kommt. Ja, wie viel hast du jetzt noch standardgemäß im Bunker drin? Das müsste doch irgendwie 16.000 sein, oder? 20.000 sogar noch. Ey. Also 21.000 sind jetzt drin. Jetzt sind es aber schon wieder 23.000. 24.000. Naja, ist größeres Schneidwerk auch, ne? Achso. Da zutscht natürlich ein bisschen mehr ein jetzt. Alte Gierschlund hier. So, ach nee, ey. Nachher schön in die Fitte, ey. Freitag ist immer ein schöner Tag. Ich habe heute einen ganz auf entspannt gemacht. Ich hatte eine richtig beschissene Nacht. Ah ja? Ja, ja. Und gestern nach der Aufnahme habe ich ja Videos fertig gemacht, bin dann ins Bett. Und ja, dann war die Kleine noch wach. Also die ganz Kleine. Da hab ich ja noch einen Nutsch wieder Nugi wieder im Mund gesteckt und ach nee, Quatsch, Jean hat gerade gestillt. Jean war wach und hat gerade gestillt. Ne? So, und dann kam aber die Große. Okay. Na ja, gut, alle vier Stunden? Am Anfang alle vier Stunden. Ach du Scheiße. Ja, also selbst wenn du den normalen Rhythmus hast, hast du ja früh um 4, dann um 8, dann um 12, ja um 16, um 20 und um Mitternacht. Und dann um 4 wieder. Ja, da kannst du ja nie schlafen. Kannst nie durchgehend schlafen, ne. Wow. Das ist die ersten ein, zwei Wochen erstmal nicht so schön, ne. Du kannst natürlich eins machen, wenn die Frau viel Milch hat. Kannst du natürlich abpumpen, ne. Ja, solche Dinge gibt's ja. Genau, und Jean muss es machen, sonst der tun die Brüste sonst zu weh. Achso. Naja, ja. Dann kannst du natürlich auch mit der Flasche, ne, die jetzt abgepumpt, wir können die ja theoretisch auch da... Der könnte ich ja dann auch mit der Flasche füttern. Da könnte sie dann halt quasi ausschlafen. Problem ist halt, dass das jetzt aktuell nichts bringt, weil sie halt so viel Milch hat, dass sie halt das gar nicht aushält so lange. Achso. Weil sonst die Brüste platzen. Los, kuscheln? Ja, so ungefähr. Warte, zu weit. Naja, deswegen, also, das ist halt, naja. Mal doch ein Community-Angebot. In eine Flasche schöne Biomilch, 6 Euro. gibt's bestimmt Leute, die sich das gönnen. 100% bin ich mir sicher. Warum tankt der nicht ab? Weil leer, oder? Ja. Hast eine Klappe zugemacht. Mensch, der macht immer die Klappe von beiden zu irgendwie.
wollte eigentlich nur den Häcksler. Brauchst nicht auszumachen, wir haben hinten noch was, ne? Ja, ja. Schreib mich nicht mal an. Nee! Na gut, er lädt doch relativ zügig über, es geht schon. Hänger fühlt sich ganz gut. Mehr wäre unrealistisch. Hm, was? Wie sieht das Seil ein bisschen raus, hab ich das Gefühl. Nö. So wie ich jetzt unten drunter stehe, macht er das Einser. Ja, ja. Also nur so optisch so ein bisschen. Also. So, gut, wieder das hier. Da ist immer noch ein bisschen was drin, oder? Ja. 11. So, ja, naja, und dann kam die Große an, ne? Mitten in der Nacht, ja. Ne? Ja, ja, wo ich ins Bett bin, hier, 12:30. Ja, sie will mit ins Bett. Ich sag, nein, ne? Dann hat die noch Theater gemacht. Ich sag, komm, geh jetzt in dein Bett, ich geh noch kurz mit rüber, 5 Minuten putzen und dann. Hab sie wieder hingelegt, naja, Viertelstunde kam sie wieder. Ja, da brauchst du echt Geduld, oder? Ja, ja. Aber das wäre ja gar nicht so. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ja auch, aber guck mal, du weißt ja, ich weiß nicht, ob du mich schon mal so ein bisschen übermüdet erlebt hast, aber da bin ich ja auch gar nicht mehr, ne? Also, da braucht mir ja keiner auf den Sack zu gehen. Fängst halt extrem an zu nuscheln, finde ich. Das kommt noch mit dazu. Also man versteht dich. Also ist jetzt nicht böse. Also, ne, ja, ja. Du verstehst, wie ich das meine, aber ja. Man versteht dich echt schlecht. Man merkt halt wirklich, wenn du so richtig müde bist, dann murmelst du nur noch so, weißt du? Naja. Wenn ich auch so Schnauze voll habe, wenn ich dann pennen gehen will, weißt du? Ja. Wenn dann alle Viertelstunde, keine Ahnung, vor dem Bett, mein Kind stehen würde, was irgendwie rumquengelt, oh, da wäre der Öfen aus, Alter. Ja, dann hat sich Jean, dann war die fertig mit stehen, dann die sich kurz mit rüber gelegt. Hat er gesagt, komm hier jetzt ins Bettchen. So, dann habe ich noch eine Folge Grey's Anatomy geguckt. So wie zum Thema, ich will schlafen, ja. Ja. Und weil die Kleine mich schon wieder wach gemacht hat, ey. Also. Und naja, da habe ich so gedacht, wo die Folge fast vorbei war, gehst mal rüber und holst mal Jean. Ja. Weil die kam nämlich nicht wieder. Ah ja. Im Kinderbett natürlich eingepennt. Der am Fuß gezupft, hab gesagt, komm, mach dich rüber jetzt. So, die dann mit rübergekommen. Da hab ich mich an die rangekuschelt, hab dann Dings, naja. Halbe Stunde später steht die Große wieder da. Weil die Mama ja dann weg war. Ich hab gesagt, verlieren. Und die macht's dann so. Die steht dann da, die setzt dann so ein Gesicht auf, so ein weinerliches Gesicht mit der Unterlippe so, weißt du, am Zittern und nach vorne, da du sagst dann einfach, hab ich dann gesagt, komm her, los, leg dich hin, halt die Klappe. Ja. Und dann dann springt die so aufs Bett, schnappt sich so die Decke und dann fängt die so an zu lachen. Ah ja. Dann macht die so, weißt du, so ungefähr. Ja, ja. So, da könnte ich ja ausflippen, ne? Ja. Und dann ging's noch so, ja, dann hat der Papa an der Mama gekuschelt, gell? So, und ja, ich will zwischen euch. Da verdienen. Hör ich jetzt noch ein Wort. Gehst du rüber ins Bett, schließt die Tür zu. Ich sag, da ist ja der Ofen aus jetzt. Ah, jetzt reicht's wirklich. So. Naja. Und da hat's dann gepennt. Aber ich bin heute früh aufgewacht mit Kind zwischen uns. Also irgendwie hat es in der Nacht geschafft. Ah ja. Naja. Unglaublich. Wenn ich mir das so anhöre, da ist, bis du das erste Mal richtig gepennt hast, da war's. 3 Uhr morgens gefühlt, oder? Ja, so 2:30, ja. Die Scheiße. Ja, ja. Und dann 6:30 Uhr so die Jean, ich möge doch bitte aufstehen, die Kleine muss dann in den Kindergarten. Oh. Alter. Dann natürlich, steh wieder eins, Moment, ich darf noch schnell Zähne putzen, waschen hier und, ne? Ja, bin ich in den Kindergarten gelatscht, früh, im Schnee, bitterkalt. Schneit's bei euch? Bei uns ist Schnee gefallen die Nacht, ja. Bei uns ist ja gar nicht. Echt gar nicht. Na, also viel ist auch nicht, ne? Muss ich dazu sagen. Ja, also Straßen und Kuh und Fußgängerwege sind alle frei. Also man sieht zwar so am Gras ist so ein bisschen, aber das ist kaum. Nee, also da war bei uns hier, hat es ein bisschen geschneit. Also auch die Straßen waren leicht bedeckt. Mhm. Ja. Naja, da hab ich die Kleinen in den Kindergarten, dann blabbert die dich ja noch früh immer voll, da auf dem Weg in den Kindergarten. Bist du komplett leer? Bin komplett leer. Ah, okay. Wunderbar. Ja. Und ja, so ist das. So, jetzt haben wir noch ein fertiges? Nee.
Das war knapp. Nö. Nö. Dann pack ich meine Kollegen hier. Boxte mal. Ja. Ja, deswegen. Gut. Muss man halt wissen, ne? Mit zwei Kindern. Gut, der Vorteil ist, wenn deine Kleinste dann in dem Alter ist, wo sie vielleicht die gleichen, ich nenne es mal, Probleme macht, ist deine andere dann 8, dann sollte sowas ja eigentlich nicht mehr vorkommen. Würde ich fast sagen. Ja, also das nicht, aber da kommt halt dann die Kleine, ne? Da kommt halt die Kleine, ja. Aber nicht, dass es dann so heißt, ne? Die Kleine und die Große wollen den Schlüssel so groß ist. Also ich kenne ja dein Bett. Ja, dann stelle ich mir im Bett mein Handzimmer hier auf. Da falle ich vom Computer links runter vom Sessel und liege im Bett. Ganz einfach. Nee. Das wird nicht. Das wird gar nicht. Nee. Muss man mögen, Alter. Ah ja, gut. Da, so ist es. So, mal hier den Waschplatz noch benutzen. Nicht mehr brauchen. Alter Schwede, das Ding hat aber auch eine dermaßen hässliche Textur. Der Anhänger, das ist echt nicht in Worte zu fassen. Kannst du jeden einzelnen Pixel zählen, wenn der bei der Verschmutzung. Naja. Ist leider nicht so prolle gelöst worden. Nee. Aber trotzdem cooles Gerät, ne? Da kann man echt nicht sagen. Auf jeden Fall, ne? Das war jetzt effektiv, wie gesagt. Ja. Wir haben jetzt in dem Bunker 487.000. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. So, na gut, meine Freunde, wir sind aber erstmal fertig. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen nach, schaut bei Randy vorbei. Und ja, wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Hallöchen, meine Freunde. Damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum LS19 BGA-Projekt auf der 2-Sternhof zusammen mit dem Tino. Hallo. Geht der Platz aus? Der Platz geht uns aus. Wir brauchen mehr Hallen. Kannst du erstmal so draußen zwischenlagern. So. Hier schieben. Aber siehst du mal, eine Frage. Die sich da ja aufdringen, weil wir ja in der letzten Folge ja hatten, dass deine ja, Kinder dir den Schlaf rauben. Ich drück's mal so aus. Manchmal. Wenn die ganze Prozedur sich bis 3:30 hingezogen hat, circa. Ja. Und dann geht's um 5:30, oder? Oder 6:30. Wann war das, wo du wieder aufstehen 6:30. Solltest? 6:30, also 6:30 wieder aufstehen solltest. Dann muss doch die Kleine genauso im Arsch sein. Nö, die liegt ja seit 8 im Bett. Die ist zwar in der Nacht wieder aufgewacht, ne, und ist dann angetrottelt gekommen, aber nichtsdestotrotz hat die ja reichlich geschlafen. Achso. Ja, ja. Ja. Also Garage bist im Endeffekt nur du. Ja, natürlich. Ja, wird mir stinken. So. Läuft das noch? Das läuft noch, das läuft hier, das läuft dort. Jo. Gut, dann können wir erstmal wieder zurück. Ganz in das Marine machen, da freust du dich ja immer. Sauber machen? Ja. Sauber machen. Maschinenpflege ist wichtig. Sag ich immer. Ja. Er wird immer noch einen Grund gesucht, 5000 Euro für einen Kerscher auszugeben. So. Von rüber in den Feldweg rein und da drin steht's dann ja auch schon. So, dann geht die ganze Prozedur wieder los. Ansehen, Co. Und das andere Feld ist ja eh noch im Wachstum. Ja, wir haben halt, wir haben eigentlich übelst viele Unterstellmöglichkeiten auf diesem Hof. Wow. Sehr gut. Auf diesem Hof hier, ne? Ja. Das ist eigentlich echt cool. Wir so gesehen ist der Hof nice.
Aber hier steht nicht. Da steht der. Ach, hier stehen die Dinger. Nehmen wir hier rein, was soll's. Jetzt Quatsch, eine Halle zu bauen. Dann hole ich auch mal Sicherheitshalber. Aber das brauchen wir hier, ist ja richtig. Das da. So. Dann verdichte ich schon mal den ganzen Spaß. Willst du schon abdecken? Nee, aber erstmal verdichten, weil es ist ja, hat ja, ja gerade mal eine Verdichtung von 20% oder so, das dauert ja über. Ich würde dir empfehlen, die. Mach ich grad. Die zwei Weizen zu nehmen. Genau. Deswegen habe ich noch mal eins gekauft. So. Okay. Wir mal hier das noch ein bisschen zusammen. Was? Das ist mal. Na. Ja, danke, Tempo, mal dafür. So. Geplant am Wochenende? Irgendwas vorgenommen? Nö. Oh, ich weiß nicht, wann diese Folge hier kommt, aber ich glaube, das Wochenende ist schon rum, oder? Montag sollte die kommen. Die soll am Montag kommen. Dann war das Wochenende wie immer. Bei dir das gleiche, würde ich behaupten. Ja, ich weiß aber nicht, irgendwas stand Samstag. Bin ich mir sicher, ob Samstag was anstande. Was, YouTube-technisch oder jetzt familientechnisch? Ja, auf jeden Fall aufnahmetechnisch, aber ich weiß auch nicht, ob abends irgendwie. Du es nicht mehr wirst. Komisch. Ja. So, wir müssen ja auf jeden Fall ansehen. Naja, dann holen wir mal den Düngen und dann. Wenn wir jetzt erst einmal Kohle kriegen, jetzt hier. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich hätte eigentlich auch wieder Bock, ein bisschen Gras, über Gras-Silage zu machen. Ah ja. Wenn man ein bisschen Gras hat, genau, was er gekalkt werden muss auch. Oh, okay. Wer ist beste Askalken, dann untergrubbern, ne? Kalken, düngen und dann ansehen. Weil die Kalk, ja, dann hast du die Kalk. Ach ja, stimmt, ja. Wir haben ja keine Direktsaat bei Mais. So. Mal eigentlich diesen Schneidwerkswagen hier könnten wir auch verkaufen mit dem Dings drauf, ne? Nee, wenn du jetzt wieder Gras machen willst, nicht. Warum? Ja, weil dann brauchen wir ja das Disc. Ja, ein Big M. Achso. Was? Achso, Ballen! Ja, das ja, kann. Ah, ja, so, ja. Und dann können wir es theoretisch, ja. Gerade jetzt mit dem schönen Bell Extended Mods, die es da noch gibt, diese Skripte. Das ist eigentlich mit dem Ballen eine schöne Sache, finde ich. Stimmt, so. Ich habe gerade ein dumpfes Geräusch wahrgenommen. Hat du hingehört? Fleisch umgeschmissen, man kennt es. So. Das Headset dämpft gut. Was das hast du? SteelSeries, ne? SteelSeries, Arctis 7. Soll ich dir mal was sagen, was lustig ist? Oh, bin ganz so. Ja, bin mit die Grafikkarte, die 89. Ja. Und dann ihre Grenzen. Bei LS? Ja. Bei LS? Ja. Aha. Bei LS so eine massiven Grafikeinstellung hat, also du einstellen kannst, ja, dass ich mich schon immer gewundert habe, ich habe auf manchen Maps, komme ich nicht über 40 FPS. Ja. Okay. Ja. So. Und habe mich da schon gewundert und da habe ich gedacht, na gut, ist ja kein Problem, du kannst ja die Auslastung GPU, CPU anzeigen, ne? GPU, Z. Und CPU-Z oder beziehungsweise bei der CPU einfach der Task Manager. Ja, CPU läuft auch mal ganz geschmeidig 20%. Ja. Und GPU hat einen GPU-Load von teilweise 94% gehabt. Ah ja. Okay. Ja. Auf manchen LS-Karten. Hast du dann in den.
Hast du in den erweiterten Einstellungen an den Prozentzahlen mit rumgespielt? Nee, ich hab's jetzt, also ich hab's jetzt nochmal alles angepasst. Ich habe jetzt hier gerade 60 FPS. Das Maximum, mehr geht ja leider ohne. Genau, aber zum Beispiel auf dem, in dem Bio-Projekt. Ja. Die Hasefeld ist leider so performance-lastig, dass ich dort nur um die 40 FPS habe. Mhm. Und 40 FPS, 20, also wenn dir 20 FPS fehlt, das siehst du leider schon. Ja, also klar. Das nimmst du wahr. Und ja, das ist das Problem. Ey, frag nicht bei Atlas, ne? Ja. Kannst du voll vergessen. Musst du alles auf Mittel runternehmen, Alter. Das sah aus wie Pixelbrei. Atlas sieht ja so schon scheiße aus, ne? Ja. Also scheiße ist eigentlich gar kein Ausdruck. Aber dann war es wirklich der große Bruder von Scheiße. Das ist bei mir. Und da bin ich auf mit Ach und Krach 30 FPS gekommen, ne? Okay. Ja, ja. Vorher so, also von den Standardeinstellungen war alles so auf, naja. Bei den Standardeinstellungen hatte ich so, naja, 20 FPS vielleicht. Wo alles auf High war. Oder aber, Epic teilweise. Aber du hast jetzt bei LS jetzt hier selber in den erweiterten Einstellungen hast du jetzt hier zum Beispiel die Sichtgrenze bei 200% oder das. Ja, ja, genau, bei, genau. Da genau, hast du nichts dran rumgefummelt. Nein, nein, nein. Auch nein, vorher hab ich extra auch nochmal mit Freezy nochmal abgeglichen, ja. Weil der die Standardeinstellung noch drin hatte. Ja. Auch dieses anisotropische oder anisotropische, wie das sich denn? Ja, Anti-Aliasing und Co. Ja. Genau, das hat alles gepasst. Also es passt alles soweit. Aber... Weil das ist nämlich so, das Ding hatte ich nämlich auch am Anfang alle so 400% gekloppt, da kommt das Spiel selber damit nicht mehr zur Rande. Ja, ja. Das ist nämlich das Problem, das liegt da nicht an der Grafikkarte. Also das wundert mich, also meine TI, ja gut, meine TI hat halt von sich aus einen Knacks weg, aber da gibt's gar keine Probleme. Gut, Atlas habe ich jetzt nicht. Was, die 89 Ti? Ich habe die 89 Ti, ja, das ist so eine komische Special. Das ist Special Edition. Das ist aber nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Die TI. Ja, ich weiß. Ja, und dann ist das ja nicht mehr die normale TI, sondern ist ja noch so eine dritte Anbieter-TI. OC Edition wahrscheinlich. Ja, ja, so noch eine OC Edition, die mit drauf geballert ist. Oh Gott. Hm. Von? Ich weiß gar nicht mehr, aber Arok, Arsus oder irgendwas Asus. Auf jeden Fall. Arsus, ja. Ja, aber leider die 89. Und weißt du, was echt ein Problem ist? Wirst du mir jetzt sagen. Kauf, welche Grafikkarte würdest du kaufen, wenn du eine GTX 89 hättest? Gar keine aktuell. Ja. Nee, weil. Ja. Das ist irgendwie. Die Preise für die 10er Reihe sind noch viel zu übertrieben. Die 10er wird nicht mehr produziert. Ja, aber trotzdem. Eine 10, also mal gucken, was eine 1080 Ti kostet. Die haben wir noch viel zu viel. Die geht mittlerweile vierstellig, ne? Naja, die war aber auch schon mit diesem Mining Boom vierstellig. Wenn der Mining Boom ist eigentlich rum, dann sollte es eigentlich runterfallen. Und dann hat ja Nvidia gesagt, naja, wir haben jetzt hier 30% Umsatzverlust, ne? Den wird man eigentlich gern ausgleichen wollen. Das können wir jetzt nicht billiger machen, ne? Weil wir haben uns jetzt an die hohen Umsätze gewöhnt. Kabaklaus. Ja, wir können nur warten, AMD soll dieses Jahr eine neue Serie bringen. Die sollen der 1070 und der 1080 gleichwertig sein. Sollen aber gerade mal bis zu 200 € kosten. Naja, das Problem ist halt, eine 1080 Ti wäre für mich nur interessant. Also eine 1080 Ti oder mehr. Das ist das Problem. Wieso hat er denn jetzt Dings? Ach. Hattest du Dünger drin, sag mal? In den. Ja, das musst du vorher gucken. Ich weiß nicht. Aber Schlüppel, ich hab zuletzt gedüngt, ja. So, ja, stimmt, weil wir haben ja in der Spritze haben wir immer Dings drin, ne? In der Spritze ist Pflanzenschutz drin. Naja. Das ist auch immer eine Pflanzenschutzspritze. Lade schon den Dünger jetzt ab. Wie, das ist nur eine Pflanzenschutzspritze? Die Spritze zum Spritzen, das ist nur eine Pflanzenschutzspritze, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, nee. Ja, aber wir spritzen doch nicht mit Flüssigdünger. Ist doch viel zu teuer. Ja, nee, aber könntest du. Achso. Ja, gut. Mit der Spritze meine ich. Ja moin. Gut, dann versuchen wir jetzt mal den Kalk. Ja, jetzt passt's. Ja. Gut, ja. Also eigentlich, um es kurz zu sagen, 2080 RTX. Viel zu übertrieben. Aber preislich billiger also. Wie eine 1080 Ti.
Ja, das stimmt wohl, aber auch preistechnisch gesehen eigentlich auch noch zu, auch, eigentlich auch noch zu heavy, weil wenn man sich die Unterschiede 100, zwischen, wenn du da die Standarddinger hast, aber ansonsten... Das heißt 2080 von Nvidia halt. Ja gut, das sind ja diese, na, wie nennt man das, diese First Editions Gedöns da, ne, diese Drittanbieter-Dinger. Die gehen schon fast wieder teurer. Das Problem ist halt, die Leistungs... Na gut, für dich ist es in dem Fall ja uninteressant. Aber die Leistungsunterschiede zwischen der 1080 oder 1080 Ti und der 2080 oder 2080 Ti, die sind halt für den Preis, ist der Preis nicht gerechtfertigt. Weil das sind auch wiederum nur ein paar Prozente, ne? Die 2080 Ti ist ja nochmal 400 bis 500 teurer wie die 2080. Also die liegt so bei 1200, 1300. Naja. Ich hab da gestern mal geguckt gehabt und alles, im Livestream halt. Und das ist irre. Wirklich irre. Aber was willst du machen, ja? Wenn du auf nur 89 hockst und die anfängt nicht mehr zu reichen, dann hast du ein echtes Problem. Ja, beziehungsweise ist das Problem. Dann musst du halt nicht wenig Geld dafür investieren. Ja, bloß ganz ehrlich, würdest du 1000 Euro ausgeben, um eine Grafikkarte aufzurüsten? Nee. Aber es ist halt keine, es gibt keine Möglichkeiten, das ist das Problem. Wenn es Alternativen gäbe, würde ich ja sagen, ja, okay, ne, eine Alternative ist immer gut. Aber du brauchst ja auch, wenn du jetzt Geld in die Hand nimmst, zu der 89, eine definitiv mehr wie spürbare Steigerung. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ja. Das ist halt das, wo ich jetzt sage, also ich will da Minimum 100% Leistung mehr haben. Also mindestens doppelt so schnelle Grafikkarte haben, ansonsten lohnt sich das gar nicht. Es lohnt sich eh nicht, das Geld in die Hand zu nehmen, aber da lohnt sich vielleicht gar nicht. Ich hab mal geguckt, also die 89 und die 2080 so im Vergleich. Also die 2080 lag wohl bei 191 oder 195% im Gegensatz zur 89. Das heißt eigentlich doppelt so schnell. Also von der Geschwindigkeit. 2080 Ti, klar, hast du ausgesorgt die nächsten Jahre, ohne Frage. Aber 1300 Euro für eine Grafikkarte, das ist, also frech ist da schon kein Ausdruck mehr. In meinen Augen. Kannst du halt einen komplett neuen PC kaufen. Problem ist, muss ja auch eine Grafikkarte rein. Ach so, ja, naja, klar, wenn du selber bauen tust, ne, das ist klar, ne, wenn du jetzt solche Kompakt- oder Fertigdinger da nimmst. Ja, Fertigding mit einer 2080 legst du auch, keine Ahnung, 3-4.000. Weil der Rest ja auch meistens, ja, wenn, ja, die waren, ja, Komponenten sind. Richtig, aber wenn du bei den Rest da sparst, dann kriegst du die auch für 2,5. Ja, da hast du halt nicht das krasseste Mainboard und alles. Aber ja, es ist halt echt schwierig. Ich hoffe halt, der hält jetzt hier noch das Jahr mindestens durch. Das schafft er, ja. Also mit meiner 80 Ti kommt es auch das Jahr noch hin. Ja, und dann muss halt mal wieder. Oder dann wieder komplett refreshed werden. Weil das Ding ist nämlich jetzt. Weil, wenn, guck mal, wenn wir uns jetzt theoretisch daran halten, wir kaufen uns alle 2 Jahre einen neuen PC, beispielsweise, ne? So habe ich es ja gehandhabt. Das ist ja jetzt so. Weißt du, der Steuerberater sagt ja auch, Alter, wir haben nicht mal den alten absetzen können. Da kommt schon wieder der nächste. Du hast ja nie fertig, ne? Das gibt es den zweiten als Streaming-Rechner an und fertig. Ach so, ja, gut. Deswegen ja, ne, das ist ja auch so. Mal, das du kannst definitiv mehr wie ein PC als bei YouTube, also gewerbliches YouTube und alles. Ja, klar kannst du es mehr abgeben, aber das ist ja diese Idiotie dran, weißt du, der eine hast du noch nicht mal alles Geld machen können, ne, oder dürfen. Naja. Da musst du schon mal der nächsten ran. Du merkst auch mal, weißt du, wie langsam die ganzen Praktiken hier sind. Was machst du jetzt momentan, du? Halt auf dem hexeten Feld. Also auf 18, ne? 13 muss dann auch noch gemacht werden. Ne, du kalkst nicht. Ah ne, doch, halt, ja, warte. Also hier liegt ganz viel weißes Zeug. Also entweder ist es Koks oder Kalk. Aber ich denke mal, für die Menge wäre Koks ein bisschen billig gewesen. Das ist richtig. Ohne mich da auszugehen. Passt aber. War da schon mal Ruhe. Aber also, ist es richtig, dass das Feld gekalkt werden muss? Nicht, dass das hier mich blind auf dich verlassen habe. Du hast dich blind auf mich verlassen, aber mach weiter, somit haben wir wenigstens in den nächsten 3 Jahren Ruhe. Musste nicht gekalkt werden. Nö, hab das mit Unkraut verwechselt, passt schon. Boah, ey, Junge, ey, ohne Scheiß. Das geht, aber mach, weißt du, wenn es dann der nächsten Dings geworden, jetzt haben wir wenigstens dann wieder 3 Jahren Ruhe. 10.000 Liter Kalk verballert hier auf dem Feld, was nicht gekalkt werden muss. Ja, kostet doch nicht. Das stimmt. Das kostet doch nicht. Aber wir sind fertig, meine Freunde. Ja. Ja, deswegen danke noch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei denen vorbeischauen. Und dann bis morgen. Tschüss.
Tschüss.